Jo Leute, was geht ab? Und willkommen zurück zu einem neuen Pokémon-Part. Also, das ist jetzt die erste Folge von Staffel 2 sozusagen. Wir haben ja die Liga geschafft. Und, wir haben das SS-Ticket gekriegt, dass wir jetzt nach Kanto gehen können. Und ja, lass mal dahin fliegen. Hier war das. Das war zu weit. Ne, auf jeden Fall ist jetzt Garados gestorben. Und wer ist noch gestorben? Steve ist noch gestorben. Also legen wir die gerade mal hier hin. Und ich glaube, Stolrak ist noch woanders. Da hinten. So, und da wir jetzt zwei neue Pokémon brauchen und wir können immer noch nicht Ho-Oh fangen, wegen einem Bug, denke ich jetzt, dass wir gerade Dratini mitnehmen für XP-Teiler und ich nehme jetzt noch Cindy mit, weil ich würde jetzt gern zum Rätselmeister gehen, damit er was machen kann. Und da wir jetzt kein Wasser-Pokémon haben, würde ich gerade noch Lapras mitnehmen. Keine Ahnung, mache ich gerade Box 4, damit wir uns das merken können. Und ja. So. Ihr werdet mich wahrscheinlich in den nächsten paar Folgen öfters mal mit dem gleichen T-Shirt sehen, weil ich habe demnächst eine Hand-OP am Handgelenk und deswegen werde ich jetzt ganz viele Videos posten, weil ich wahrscheinlich erst 3 Tage danach wieder rauskomme. Und ja. Und wahrscheinlich werdet ihr auch mehr Pokémon-Parts sehen, weil die sind halt schneller zu bearbeiten. Und naja. Ich meine, ich werde jetzt auch noch 1-2 League of Legends Videos wahrscheinlich bringen, weil das der Channel ist ja auch ein bisschen mit League of Legends. Und ja. So. So, Meister, diesmal versuchen wir es nochmal. Das letzte Mal haben wir ja nicht so gut abgeschnitten mit den ganzen 57ern. Was? Aber jetzt können wir es nochmal versuchen. So, machen wir mal Carsten nach vorne, weil der hält eh den Münzamulett. Das Münzamulett und wir haben als erstes Nidorino bekämpft. So, holen wir uns mal das. Oh, eine Beere, naja. Okay, da geht's zum Trainer. Und hier können wir uns noch den Code merken. Okay. So, Meister, was hast du alles? Nidorino? Ich hab Psybeam. Und tschüss. Wunderbar. Max Ether. Ja, der hatte recht gehabt. Ich kann tatsächlich das machen, ohne den zu bekämpfen. Aber hier komme ich nicht vorbei. Oh, wow. Naja, ich meine, gut. Wir haben jetzt den einen auch geschafft für das Max Ether. Aber vielleicht gibt es ja tatsächlich jetzt noch mehr von dem Rätselmeister. Okay. Er ist weggegangen und wir sind jetzt wieder draußen. Okay. So, versuchen wir es mal nochmal. Er ist weggegangen. Zertrümmerer. Ach, das hatte jetzt unser Garados, aber das könnten wir Stolrak auch beibringen. Okay, ich nehme an, dass jetzt
auch Gestein-Pokémon, genau, hier sind, ist ein Dojo-Meister oder so und ein Wanderer, also werde ich erstmal Shelterra nach vorne machen. So, das wird das. Oh, ein Mushroom. Den können wir verwenden beim 8. Orden, um Attacken zu lernen, die wir vergessen haben oder die ein Pokémon normal lernen würde. Oh, was geht ab? Arena-Leiter oder was? Ja, aber easy. Ah, nee, Quatsch. Das ist keine Arena-Leiter. Das ist von der Top 4 von Höhen. Naja. Ja, ich meine, gut, das sieht zwar einfach aus, aber ich meine, davor, wir mussten ja erstmal den 60er besiegen, um hierher zu kommen. Okay, da geht's nicht lang. So, Meister, was hast du? Seit wann hast du das denn Bedroher? Naja. Ja, auf jeden Fall, das haben wir jetzt auch geschafft. So, versuchen wir es mal nochmal. Und, hat er noch was? Ja. Oh, jetzt Surfer. Naja, ich meine, wir haben jetzt noch keinen Surfer. Aber wir können es vielleicht Rattini beibringen. Ja, wunderbar. Dann machen wir mal Silberblick weg. Das brauchen wir ja eh nicht. Ne, warte mal. Das sind Whirlpoole. Ne, da müssen wir doch nochmal zurückgehen. Ne, so geht's nicht. So, dann nehmen wir gerade Perlu mit, weil der hat ja Kaskade und wie heißt das? Und Whirlpool. Machen wir gerade Rasaf weg, weil der ist ja schon ein bisschen höher als die anderen beiden. Als die anderen drei. Okay, okay. Warte mal gerade. Ach nee, der hat bestimmt Abgangsbund. Nee, Leute, so aber nicht. Was zur Hölle? Der one-shottet mich fast. Einen Moment. Ja, okay, der hat schlechte Spezialverteidigung. Nee, aber der hat die meiste Spezialverteidigung. Gehe ich mal zu ihm hier. Ah, der hat kurz ausgesehen wie der vierte Arena-Leiter, also. Wo ist es denn? Da. Machen wir mal Leech Seed. Und dann, oh, wir haben gar keine Energiewurzeln mehr. Also Kraftwurzeln. Aber Hyper Potion haben wir noch. Ich weiß ja nicht, wieso er jetzt Finsterfaust die ganze Zeit macht. Aber der wird jetzt keine Schwebe haben. Okay, das ist schneller. Naja, machen wir Schaufler. Okay, wunderbar. Ach, noch ein Bisasam. Ah, er hat Miracle Seed weggemacht mit Abschlag. Naja. Machen wir gerade nochmal Schaufler. Wunderbar. Ach, ich lese einfach nicht. Ja gut, verbrennt er mich halt. Ich meine, das könnte jetzt Schwebe haben, weil das schwebt einfach wirklich in der Luft, ne? Ja, es hatte Schwebe. Nee, dann mache ich, wo ist es denn? Mache ich nochmal Top-Genesung? Dann machen wir einfach Leaf Blade. Oh nee, nicht Pain Split. Okay, wunderbar.
Golurk. Ach so, das ist dieser Stein, ne? Ja, genau. Ne, dann machen wir Leech Seed nochmal. Und der ist ja Boden, also können wir einfach eine Pflanzenattacke machen. Zack. Das war der vierte Arena-Leiter, das gibt's nicht. Weißt du, haben sie ihn getarnt als Wanderer? Weil sie irgendwie den Charakter nicht da reinmachen konnten oder so. Ach, natürlich, da gibt's jetzt nichts. Okay, man kann auch nicht durch die Wand gehen. Hätte ja sein können. Eine Zitrusbeere? Naja, den hätte man vielleicht auch überspringen können, oder? Ja, genau. Nee, warte mal. Hä? Ah, das sieht nur sehr komisch aus. Hier. What the fuck? Okay, das muss ein Spielfehler sein. Nee, da gehe ich auch gar nicht weiter rein, weil... So, was hast du? Electric, naja. Warte mal, einen Moment. Ich habe noch nicht die geheime Schriftrolle gefunden. Ist die vielleicht unsichtbar hier drauf? Nee. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, da muss ich da hinten drauf, oder? Vielleicht kann man hier rauf? Nee. Also jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. So, da war ich, da gab's eigentlich nichts, ne? Ja, da ist nichts. Das heißt... Ich schwätze jetzt nochmal mit dem. Okay, der kann es auch nicht finden. Das heißt... Ernsthaft, das ist unsichtbar? Warte mal. Ein Moment. Naja, okay, so geht's natürlich nicht. Ja gut, den Part werde ich auf jeden Fall schnell spulen, weil bis ich das Ding gefunden habe, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. So, ich habe mir jetzt was angeschaut, aber tatsächlich war ich eigentlich schon da, aber anscheinend klappt es ja doch. Hä? Toll, ich bin auf den Geheimcode draufgetreten. Naja, okay. Ich meine, anscheinend war das, was die gespielt hat, eine ältere Version, weil da ist man in die Wand reingesprungen. Naja. Naja, okay, jetzt gehe ich erstmal zurück, weil, sind ja nicht wirklich full life und ich weiß nicht, was als nächstes kommt, also ja. Ja, okay, also. Ich meine, Rasov ist jetzt nicht so krass, aber. Ich glaube, der ist im Moment stärker als Medbo, weil wir haben keine Psychokinese oder irgendwelche starken Attacken auf ihm. Naja. So, Meister, was hast du diesmal zu bieten? Okay, er hat nichts mehr zu bieten, naja. Das heißt, dass wir jetzt tatsächlich nach Kanto gehen. Ja gut, ich meine, Dratini hat jetzt ein bisschen
Training gekriegt. Also nehmen wir jetzt gerade noch Lapras mit. Machen wir gerade Steuerrack wieder da hinten hin. So, und Carsten. Also ja. So. Ah, tatsächlich. Ach, na super. Nee, ich wollte nochmal in die Pokémon-Liga fliegen, weil, wir haben da tatsächlich nicht alles gemacht. Ich habe da eine Brücke gesehen und wir haben noch ein Item verfehlt. Aber gut, wir fahren jetzt ja eh nach Kanto und dann können wir ja später dahin fliegen. Die werden jetzt wohl nicht stärker sein als davor. Ach, ich bin schon wieder ins falsche Ding geflogen. So. Okay. Naja, auf jeden Fall geht's da lang. So, hat er mir was zu sagen? Nee. So, okay, gut. Ah, okay. Ja. Das heißt, sie suchen die Enkelin und ich gehe noch ein bisschen erkunden. Och Gott. Och Gott. Weißt du, jetzt sind sie auf Level 45. Die im Trickhaus waren stärker. Das ist wahrscheinlich mein Bett. Ja, genau. War ja der PC da. Hä? Nevermind. Was ist das? Ernsthaft? Ernsthaft? Habe ich in jemand anderen sein Bett geschlafen? Naja. So, was hast du zu bieten, Meister? Hä? Die sind geil. Stellen einen Angler hin und dann ist ein Feuerspucker. Kamaup, naja. Nehmen wir mal ihm, weil... Ja, er wird es schon schaffen. Ich meine, die anderen kann ich jetzt wohl schlecht nehmen, weil die sind noch zu niedrig. Okay, easy. ich werde jetzt auf jeden Fall Lapras mal ein paar Attacken beibringen. Auf jeden Fall mal Surfer. Was hat er denn? Aquaknarre, Body Slam. Okay, gut. Ich glaube, wir haben noch Eisstrahl. Nee, tatsächlich nicht. Nee, da müssen wir nochmal zurück nach Goldenrod. Weil da gibt es Eisstrahl zu kaufen. Also nicht zu kaufen, sondern wenn man genug Geld hat, dann kann man es in der Spielhalle holen. So meinte ich das. Warte, Dragon Rage? Nee, das wollen wir doch haben, ne? Machen wir Strength. Was hat er noch? Jigglypuff, naja. Zack. Und die wollen Doppelkampf. Ja, easy. Also, wie gesagt. Jetzt ist es wirklich einfach. Weil, die wollen halt, dass man noch andere Pokémon trainiert, wenn man gerade woanders hingeht. Also, das ist der, der sagt, er hat seine Enkelin verloren. Okay, dann kann ich nur hier lang. Okay, Doppelkampf. War mir... Oh, die haben ein Alola Raticate. Das ist, glaube ich, Dark. Dann machen wir mal Leaf Blade und tatsächlich Moonblast. Ja, wunderbar. So, er lässt mich nicht... Okay, er lässt mich nicht durch. Ich soll den anderen holen. Das ist wahrscheinlich der, ne? Nee. Dann ist er wahrscheinlich in einem Bett. Jo, gucken wir mal gerade da oben in einem Bett. Nee, das war der Wanderer, der eigentlich ein Feuerfänger war. Was mit ihm? Nee, da muss er ja hier drin sein. Ja, da ist er doch. Ah, jetzt kämpft er noch eine Runde. Naja.
Und tschüss. Ah, da gehe ich gerade nochmal heilen, weil man weiß ja nie, was da unten uns erwartet. Ja gut, der lässt mir jetzt durch. Hier, der wollte nochmal kämpfen, ne? Ja. Ein Elektriker, der ein Psycho-Pokémon hat. Okay, gut. So, die, was macht die? Ach, natürlich. Ja. Ich meine, ich habe nicht zu viel trainiert für die Liga, aber naja. So, das kleine Mädchen müsste jetzt beim Captain sein. Da ist nix. Da müsste der Captain sein, genau. So, da sind nicht. Vielleicht da hinten. Nee. Ist sie dann gleich zu ihrem... zu ihrem Onkel, ach, zu ihrem Opa gerannt oder was? Was jetzt? Ernsthaft? Ah, Jesse und James. Tja. What the fuck? Chill, chill. Ernsthaft? Ich meine, gut, das ist ein gutes Teil für... also, eine gute Referenz für Pokémon Folge 15. Weil, da ist ja die SSR nur auch untergegangen. Aber gut, ich meine. Okay, gehen wir mal dahin. Da sind auch, ist auch niemand. Das heißt, ich müsste hochgehen. So, mal gucken. Ne, die haben gesagt, dass sie da draußen ist. Ne, da kann ich nicht lang. Okay, erstmal heilen. Wenn ich schon ersauf, dann heile ich mich noch davor. Vielleicht ist noch der alte Mann da. Nee. Ein Item? Ja, toll. Das wird mir jetzt nicht viel bringen. Nee, da ist ja nichts. Sag mir nicht, ich muss jetzt mit dem, was ist hier? Ja, dann gehe ich einfach mal hier hin. Vielleicht kann ich ja das Schiff steuern. Nee. Muss ich jetzt alles anquatschen? Vielleicht ist was in den Betten drin. Hey, jetzt sind die beiden weg. Vielleicht hier oben? Der geht erstmal weg. Der dachte, die gehen jetzt raus. Da gehe ich doch mit. Eine Höhle. Okay.
Hier kriegen wir auch einen Encounter, also denke ich mal. Ist jetzt halt blöd gelaufen, weil ich habe jetzt sowas wie Zertrümmer und sowas nicht dabei. Weil ich denke ja nicht, dass wir uns da einfach trappen würden. Okay, da würden wir jetzt rausgehen, aber das will ich jetzt nicht unbedingt, weil da hinten ist noch ein Item. Da brauchen wir Stärke, aber das haben wir ja. Hier. Max Elixier, cool. Iron. Ich dachte mir, vielleicht könnten wir die Teile hier reinstoßen. Aber die sind halt an der Wand, also wird das nix. Okay, da kann ich runter. Da geht's, glaube ich, nochmal ins Schiff rein, ne? Ja, genau. Warte. Okay, ich dachte gerade, der lässt mich nicht mehr raus. Okay, lass mal nochmal da lang gehen. Okay, nee, da geht's nicht lang. Nee, ich komme da nicht hin. Keine Ahnung. Versuchen wir mal, hier runterzufallen. Nee, dann sind wir wieder da. Ich bin auch vorbeigerannt. Mensch. Okay, da sind wir schon runtergefallen. Dann versuchen wir es mal hier. Da sind wir wieder bei den Felsen. Nee, da komme ich irgendwie nicht rauf. Also wie soll man dann da zu dem Item kommen? Da kann man ja nur runterfallen. Dann nochmal hier. Ah, jetzt habe ich ein Item gefunden. Eine gelbe Flöte. Nochmal runter. Jetzt sind wir wieder da. Okay, das heißt... Jetzt bin ich wieder da oben drauf. Da fahren wir mal da runter. Jetzt bin ich hier, okay. Das heißt, hier könnte ich jetzt rausgehen. Okay, die wollen jetzt kämpfen. Die denken wahrscheinlich an Regi Eis, Regi Rock, Regi Steel. Also, ich weiß nicht, ob sie daran denken, aber die Höhle sieht eher so aus wie von Kanto Island 7. Ne, ich glaube, das ist 6, wo der Kampfturm ist. Da kann man dann unten... Good job. Ne, da kann man unten surfen und kann sich so eine Höhle angucken, aber tatsächlich ist da gar nichts. Oh, das war ja perfekt. Okay, da müssen wir vorsichtig sein. Ich mache einfach Leech Seed und mit ihm mache ich Dragon Dance. Auch Abgangsbund. Okay, so, jetzt kann er nicht schneller sein. Das heißt, ich mache Leech Seed und mit ihm Dragon Claw. Wunderbar. Da habe ich ein bisschen Angst bekommen. Okay, da könnte ich jetzt durch. Ich meine, wir haben jetzt das eine Item noch nicht, aber lass einfach mal gucken. Was gibt's hier? Was, ein GS-Ball? Das heißt, ich kann mir Celebi fangen. Das ist auch nicht schlecht. Warte, was? Stolos! Ja, Cindy! Und sogar weiblich. Sie ist zurückgekommen. Okay, ich meine, er könnte jetzt vielleicht eine Gesteinattacke machen, aber ich mache Stunspore. Das war jetzt ziemlich knapp. Ne, ich gehe nochmal zu Shelterra, den würde er jetzt nicht töten können. Aber ich hoffe, dass ich ihn nicht töte, bevor ich ihn fangen kann. Bitte lass mich nicht den Meisterball werfen, ich will den wirklich haben. Okay, nice. Das ist super. Nein, ich habe ihn nicht benannt. Naja, ich meine, ich muss eh nochmal zurück nach... wie heißt das?
Nach Goldenrod. Okay, da könnte ich jetzt noch weitergehen. Lass mal versuchen. Vielleicht gibt es da noch mehr Pokémon zu fangen. Okay, hier geht's raus. Echt jetzt? Das heißt aber, dass ich da gar nicht mehr reinkomme, oder was? Das ist jetzt schlecht gelaufen. Naja. Was ist das? Hat der eine Angel für mich? Keine Ahnung, anscheinend nicht. Nee, dann würde ich sagen, beende ich hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr an Season 1 interessiert seid, guckt doch gerade da oben. Da verlinke ich dann nochmal die ganze Liste. Und werde auch nochmal die Liste von dem, also von Season 2 verlinken. Wahrscheinlich schon am Anfang. Und ja, wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.